Hey Leute, heute möchte ich euch mal erzählen, was im Moment bei mir los ist, was als nächstes so ansteht und ein paar Änderungen. Ja, und zwar, wo soll ich beginnen? Ich wollte euch einmal nämlich erzählen, was in nächster Zeit so ansteht. Und zwar als allererstes auch mal hier in Würzburg, der Rohkost-Potluck, wo ihr alle wirklich sehr herzlich dazu eingeladen seid. Also am Samstag um 13 Uhr findet das Ganze statt. Am Main, Wetter wird bestimmt bombig, hoffe ich mal. Und ja, ich freue mich drauf, wieder dieses Jahr mal den ersten Potluck zu organisieren. Bis jetzt war es ja noch nicht so warm und hatte immer noch ein bisschen was zu tun. Und deswegen, jetzt findet aber endlich der erste Potluck statt. Und kommt gerne vorbei. Ihr wisst ja, wie wichtig das ist, sich wirklich mal zu verbinden und auszutauschen. Es tut so gut. Und gerade am Anfang, wenn man noch nicht so die Stabilität hat, kann es unglaublich weiterhelfen. Also, ihr seid alle recht herzlich eingeladen. Das Datum ist, glaube ich, der 21. Samstag. Ich poste auch nochmal drunter. In der Facebook-Gruppe bekommt ihr auch immer Bescheid. Die ist auch drunter verlinkt, die Community-Gruppe. Genau, da könnt ihr immer alle Neuigkeiten dann auch direkt nachlesen. Die poste ich da immer, genauso wie auf der Facebook-Seite, falls ihr die noch nicht entdeckt habt. Und das ist also so das Erste, was ansteht. Und ja, das hatte ich einmal geplant und jetzt hatte ich gestern erst die letzten Videos abgedreht für einen neuen Videokurs. Da bin ich auch ganz gespannt, diesmal ein Detox-Kurs. Also es richtet sich wirklich an Leute, die einmal Probleme mit der Haut haben, wie Akne, Ekzeme, Neurodermitis, einfach unreine Haut und Pickel. Oder eben an Leute, die wirklich den Körper entgiften und reinigen möchten. Ihr bekommt da die 8 besten Detox-Methoden an die Hand und ich erkläre die euch da, die Anwendungsweisen und Funktion davon. Genau, also wenn euch das interessiert, der Start ist dann am 1. Mai. Ich werde dann auch noch mal ein extra Video zu machen. Also das steht dann im Mai an und im Juni werde ich einmal nach Frankreich gehen, einen Monat. Einmal wollte ich dort pilgern und bin dort bei einer Gastfamilie noch vorher, genau, mit meiner Freundin unterwegs und werde dort noch eine schöne Zeit verbringen. Werde mal schauen, was ansonsten noch so dort sich ergibt. Vielleicht geben sich ein paar Treffen, mal schauen. Da werde ich euch aber auch noch mal informieren. Das könnte auch ganz interessant werden vielleicht. Und ansonsten steht im Juni noch wieder der nächste Happy Life Kurs Start an. Also jetzt war ja erst wieder vor einem Monat der letzte Start. Und der Kurs ist wirklich schön zu sehen, der erweitert sich jetzt immer mehr und es sind mittlerweile die Aufzeichnungen immer wieder von den Q&As, von den Antwort-Fragerunden, von den letzten Malen drinnen. Die könnt ihr euch auch alle anschauen. Und dann gibt es eben zum gemeinsamen Start wieder Rohkost Buddy und wieder Live Q&As, 4 Stück. Genau, das ist dann im 4. Juni wieder. Ihr könnt euch auch jetzt schon eintragen. Beziehungsweise auch ohne Rohkost Buddy könnt ihr euch jederzeit einen Happy Life Kurs eintragen. Genau, also das ist so das nächste. Erst Potluck, dann der Detox Kurs und dann Happy Life Kurs. Und dann im Sommer gibt es einen Retreat. Hatte ich auch schon mal erwähnt, ich wollte auch noch mal ein extra Video zu machen, aber nur mal, um es ganz kurz anzuschneiden, 10. bis 17. August in den Bergen in Österreich diesmal, freue mich voll drauf, wir werden wieder 3 Tage fasten und es wird auch viel anderen Input geben, dort oben einfach zur Bewusstwerdung, ja, zur Innenschau. In einer schönen Berghütte, es sind maximal 10 Teilnehmer, also es ist begrenzt diesmal, es ist nicht so viel Platz, genau. Und jetzt könnt ihr euch auch noch zum Frühbucherpreis anmelden. Also ist noch 70 Euro vergünstigt jetzt. Genau. Ansonsten wollte ich jetzt auch mal zu Veränderungen noch auf dem Kanal kommen. Und zwar ist euch vielleicht auch schon auffallen, dass ich teilweise ein bisschen andere Themen anspreche, ein bisschen anders mich artikuliere, mich ein bisschen an eine andere Zielgruppe wende. Und vielleicht mögen die einen das nicht so, die anderen finden es vielleicht ganz schön. Aber mir ist hauptsächlich wichtig, dass ich mehr Menschen erreichen kann.
und mehr Menschen auf diesen Weg bringen kann, bewusster zu werden, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und es fliegt gerade ein Flugzeug, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Auf jeden Fall möchte ich auf dem Kanal mehr Menschen erreichen, die dann auf diesen Weg kommen. Und möchte da nicht schon am Anfang mit gewissen Themen abschrecken, die normalerweise nicht so ansprechend für einen Normalbürger, sag ich jetzt mal, sind. Und es wäre, denke ich, einfach kontraproduktiv. Ich habe auch schon überlegt, wie ich es mache, weil ich wollte einfach gewisse Sachen, es bringen ja dann auch viele Menschen nicht weiter, weil sie dann erstmal nichts mehr für wahre Münze nehmen können, wenn ich was sage. Deswegen, ich habe auch mal neulich ein Video gemacht. Ein falsches Wort und du bist weg. Könnt ihr euch auch vielleicht mal anschauen. Ich verlinke es, wenn ich dran denke. Ich weiß nicht, in welcher Ecke es ist. Genau. Und darum geht es eben. Ich möchte am Anfang nicht zu viel falsche Wörter sagen. Damit sich noch mehr angesprochen fühlen. Und wenn dann die Offenheit da ist und wenn die Leute dann sehen, wie es funktioniert, wenn du dann siehst und nachvollziehen kannst durch die eigene Erfahrung, dass es so funktioniert, wie es jeder an seinem eigenen Körper, seinem eigenen Bewusstsein und so weiter nachvollziehen kann, als Erfahrung werden lassen kann, als Erfahrung. Wissen ist keine Erfahrung. Du musst Wissen zur Weisheit werden lassen. Wissen musst du erst anwenden, damit es eine Erfahrung von dir wird. Keine Studie der Welt bringt dir irgendwas, wenn du es nicht zur Erfahrung werden lässt. Es bringt dir nichts, wenn da irgendwelche Zahlen stehen und da steht, du kannst gesund werden, wenn du es nicht machst. Du musst zur Erfahrung werden lassen. Das ist der wichtige Punkt. Und darum geht es mir eben. Aber ich möchte am Anfang eben nicht zu viele Leute abschrecken, indem ich zu sehr ins Detail gehe bei Themen, wo noch zu viel Anhaftungen da sind. Und ich habe deswegen auch schon überlegt, wie ich es mache. Und habe mir jetzt überlegt, dass ich vielleicht auf Patreon einfach die Videos hochlade, die dann ein bisschen tiefer ins Detail gehen, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das nicht manche zu sehr abschreckt. Genau, ich möchte auch jetzt gar nicht solche Themen nennen, wo ja mit sehr viel polarisierender Energie behaftet sind. Genau. Aber ich habe überlegt, das bei Patreon dann. Ich lade jetzt auch im Moment auch bei Patreon die meisten Videos hoch. Ihr könnt auch drunter, ist der Link zu Patreon, könnt ihr euch einfach eintragen. Das ist eine Plattform, wo man eigentlich Künstler oder wen auch immer bei Projekten unterstützen kann. Und dort ist mir eben auch möglich, dann Videos zu posten. Genau. Und ihr könnt da auch einfach nur 1 Dollar Spende anklicken, fertig, und dann kriegt ihr immer die Videos dort. Genau, also das ist eine Möglichkeit und da werde ich jetzt auch immer mehr Videos hochladen, weil manchmal habe ich einfach gern Themen, wo doch sehr wichtig sind, aber die dann teilweise nicht so konform sind mit der Masse. Genau. Oder auch bei vielen Leuten, die zwar schon in gewissen Bereichen schon bewusster sind, aber trotzdem noch manche Themen, da sind eben tiefere Anhaftungen da. Und wenn die in solchen Videos drin vorkommen, dann lade ich diese Videos lieber bei Patreon hoch. Deswegen, ja, wenn euch andere Themen noch, die ein bisschen tiefer teilweise gehen, beziehungsweise einfach an Themen ranführen, die eben mit Anhaftungen behaftet sind, dann schaut auf Patreon. Genau. Und ja. Dann könnt ihr da noch andere Videos anschauen. Genau. Ja, aber so viel war es eigentlich, was ich heute loswerden wollte. Und dann hoffe ich, dass wir uns mal beim Treffen sehen. Im Kurs, egal wo auch immer. Jetzt die erste Möglichkeit natürlich, der Potluck, komm gerne vorbei. Am Main. Mal schauen, ob man schon reinspringen kann. Letzten Sommer konnte man auf jeden Fall dann reinspringen. Ob jetzt ein paar schon reinspringen wollen, mal schauen. Ansonsten, ja, dann bis Samstag hoffentlich und macht's gut. Bis dann, ciao.